Hallo und herzlich willkommen, ihr seid richtig hier bei Optionsstrategien TV und heute geht es wieder mal um den Verkauf von Puts und zwar bei Aktien, aber heute geht es um sogenannte Cash Secured Puts. Was steckt dahinter? Wir besprechen es gleich im Video. Cash Secured Puts, was ist das überhaupt? Sicherlich hat es der ein oder andere schon mal gehört, es gibt auch einen deutschen Begriff dafür, nämlich mit Kapital gedeckte Optionen beziehungsweise im Grunde ist es das schon, mit Kapital gedeckt, der Verkauf von Kapital gedeckten Optionen. Und was ist jetzt die Motivation hinter so einem Trade, wie funktioniert er und was ist der Unterschied zu klassischen Short Puts? Wenn wir uns, was wir in den letzten Videos mal mit besprochen haben, normale klassische Short Puts anschauen, dann erwarten wir ja, wenn wir hier eine Aktienkursentwicklung haben, dass wir sagen, okay, wir verkaufen irgendwo einen Put, beispielsweise eben hier am Delta 15, und wir erwarten ja, dass der Preis des Underlying, also das heißt der Aktie, tendenziell entweder steigt oder seitwärts geht oder vielleicht auch leicht fällt. Wir wollen eigentlich nicht, dass am Verfallstag der Preis der Aktie hier unter diesem Put liegt. Und dafür nehmen wir eine bestimmte Prämie ein. Und das Wichtige ist, wir müssen ja nur, um diesen Trade zu machen, eine gewisse Margin hinterlegen. Das heißt also, angenommen die Aktie, wir nehmen mal an, das ist eine, die kostet 50 Dollar. So, eine 50 Dollar Aktie. Und wir würden jetzt hier unten eine Option verkaufen und diese bringt uns vielleicht 70 Dollar Prämie ein. So, da können wir davon ausgehen, dass wir hier eine Margin hätten, die liegt vielleicht bei 900 Dollar, 1200 Dollar, vielleicht auch 1400 Dollar. Das mag jetzt viel klingen, dass man sagt 900 Dollar und nur 70 Dollar Prämie, aber man muss sich ja immer mal ins Gedächtnis rufen, 70 Dollar, sagen wir mal, wir hätten 1400 Dollar Prämie, ich nehme jetzt extra was leicht ist, dann bedeutet das ja nur, dass man auf den Einsatz der Margin 2% verdienen könnte. Das ist also gar nicht so schlecht, was man da macht. Wenn man bedenkt, in welcher Laufzeit das geschieht, dann ist das eigentlich eine ganz vernünftige Margin, die man hinterlegt. Aber man muss eben nicht die kompletten 5000 Dollar hinterlegen, die eben jetzt die Aktie oder beziehungsweise die Option ja an sich repräsentiert, weil wir wissen, eine Aktienoption bezieht sich immer auf 100 Aktien. So, wenn wir jetzt sogenannte Cash Secured Puts machen, haben wir aber eigentlich eine ganz andere Motivation, nämlich Cash Secured Puts wendet man an, wenn man sagt, okay, ich bin eigentlich auch bereit, die Aktie selbst zu kaufen. Ich nutze das zum Beispiel ganz persönlich in meinem Langfristportfolio. Das heißt also, wenn ich jetzt sage, ich habe hier eine Aktie und von dieser Aktie bin ich überzeugt, die möchte ich langfristig in meinem Depot haben. Und wir nehmen jetzt mal einfach so einen Klassiker her und sagen, was weiß ich, eine Coca-Cola oder eine McDonald's. Ne? Also irgend sowas, wo ich sage, die möchte ich jetzt langfristig in meinem Depot haben und vielleicht dann auch die nächsten 10, 15, 20 Jahre behalten. Und angenommen, wir bleiben mal bei einer Coca-Cola und die kostet so aktuell um die 40 Dollar etwa. Und jetzt sage ich, Mensch, ich wäre eigentlich bereit, die Aktie zu kaufen, und zwar beim Preis von 38 Dollar. 38 Dollar. Dann gehen natürlich die meisten Börsenhändler her und sagen, okay, dann lege ich einen Limit, ein sogenanntes Limit in den Markt und kaufe bei 38 Dollar, wenn der Preis eben hier ein bisschen runtergeht, so hier auf 38, dann kaufe ich die Aktie. Wenn sie nicht darunter geht, na gut, dann kriege ich halt die Aktie nicht. So, der Optionsverkäufer, der Cash Secured Puts anwendet, der sagt ein bisschen was anderes. Nämlich, der sagt Folgendes. Ich verkaufe einen Put am Strike von 38 und wenn der Preis auf die 800, beziehungsweise unter die 38 geht und am Verfallstag da ist, dann wird er in der Regel angedient. Das heißt also, er muss dann, er hat ja einen Put verkauft, das heißt, er ist die Verpflichtung eingegangen, die Aktie für 38 zu kaufen. Er muss dann die Aktien für 38 in sein Depot übernehmen, aber das war ja eh seine Intention,
auch von demjenigen, der gesagt hat, ich lege mir mein Limit dahin. Und was hat das jetzt für einen Vorteil? Stellen wir uns das einfach oder zeigen wir uns das nochmal hier an den kleinen Schau, ich muss einen anderen Stift nehmen. Und zwar nehmen wir mal hier den normalen Limit-Käufer. Der sagt einfach Limit bei 38. Und hier haben wir den Cash-Secured-Put-Verkäufer. Der verkauft einen Put bei 38. So, wenn Sie am Ende beide diese Aktie kaufen für 38, dann gibt jeder von Ihnen $3.800 aus. Das heißt, da unterscheiden Sie sich erstmal noch gar nicht. Der Unterschied ist aber der hier den 38er Put verkauft hat, der hat ja darauf eine Prämie bekommen. Und mal angenommen, er hat eine Prämie bekommen von $1, das heißt $100. Dann hat er eben hier nochmal $100 minus. Und das bedeutet, unterm Strich hat er eben nur $3.700 ausgegeben, anstatt $3.800. Jetzt mag das hier, diese $100, nicht so wahnsinnig viel klingen. Aber wann möchte man denn in der Regel Aktien kaufen? Die kauft man auch nicht, wenn sie ein neues Hoch machen. So wie wir es jetzt gerade gesehen, wir sind Juni oder Juli 2015. Wir haben eine lange Bullenmarktphase hinter uns. Sehr, sehr viele Aktien sind auf Allzeithochs. Optimalerweise kauft man doch längerfristig ein, wenn die Preise mal wieder deutlich runtergehen. Was kann jetzt aber so ein Short-Put-Verkäufer machen? Der kann ja das zum Beispiel Monat für Monat für Monat machen. Das heißt, er verkauft immer wieder solche Puts und er verkauft die immer relativ knapp unter dem Geld. Und wenn er eben mal 3, 4, 5 Monate $100 eingesammelt hat, lassen wir ihn das mal ein Jahr lang gemacht haben. Ich weiß, das ist ein bisschen eine Milchmädchenrechnung. Mir geht es hier nur ums Prinzip. Weil angenommen, der hat das jetzt, übertreiben wir nicht, machen wir 6 Monate, okay? Der hat das 6 Mal gemacht. So, dann hat er nämlich hier $600 Prämien eingenommen. Das heißt, er kauft für $3.200. Weil immer, was wird denn mit diesem 38er Put passieren, wenn die Aktie doch nicht auf 38 runterkommt? Der hier hat $3.800 zur Verfügung gestellt und hat nichts dafür bekommen. Es gibt ja auch keine Zinsen oder irgendetwas zurzeit. Was hat der bekommen? Der hat $3.800 zur Verfügung gestellt, bekommt aber jedes Mal vielleicht $100 Prämie. Und wenn er das eben mehrere Monate macht, dann kauft er eben die Aktie deutlich günstiger ein. Und wenn wir uns das mal anschauen hier, $600, das sind schon über 10%. Das sind ungefähr so 12-13%. Und wenn ich jetzt jemanden frage, würden Sie eine Aktie oder würdest du gerne eine Aktie, die du eh haben möchtest, 12% billiger kaufen wollen, der wird doch jeder sagen, ja logisch, auf jeden Fall. So, weil das Risiko, dass sie die Aktie nicht bekommen, das haben ja alle beide. Also wenn die Aktie nach oben wegdreht, geht hier nicht auf 38 und geht hier nicht auf 38, dann schauen beide zu. Sind sie nicht dabei. Wenn sie aber runtergeht, was ja eigentlich beide auch wollen, dann ist der natürlich klar im Vorteil, selbst wenn es nur einen Monat gelingt. Ne? So, das heißt, er sichert auch ein bisschen sich nach unten ab, weil sein Einstiegskurs ist ja dann eben hier viel tiefer und es gelingt ihm aber eben hier permanent Prämien zu akkumulieren. Und Cash Secured Puts, deswegen kann man da auch nicht sagen, von den Laufzeiten her muss man da jetzt 45 Tage nehmen, muss man da jetzt eine Standardabweichung nehmen, sondern hier wird man hergehen und wird den Preis am Strike festlegen, wo man die Aktie wirklich übernehmen möchte. Also wir bleiben bei dem Beispiel Coca-Cola. Wenn ich eben für 38 die Coca-Cola kaufen möchte, dann verkaufe ich einen Strike bei 38. So, und wann lohnt es sich jetzt am meisten, diese sogenannten Cash-Secured Puts zu machen? Ich persönlich handle sie in zwei Phasen. Nummer 1 in Phasen, wenn die Märkte wirklich steigen, wo ich sage, okay, ich bin in der Aktie nicht dabei, ich habe sie noch nicht gekauft, ich möchte sie jetzt aber auch nicht kaufen, weil sie mir einfach schon zu teuer ist, dann schreibe ich permanent mit einem etwas größeren Abstand diese Cash-Secured Puts darunter, um einfach hier diese Prämien zu generieren. Sollte der Markt jetzt anfangen zu kippen, ne, wir sehen gerade so eine Transformation, der Markt ist lange nach oben gegangen, jetzt kippt er so langsam nach unten weg und ich muss die Befürchtung haben, dass der Markt vielleicht 10, 15, 20% einbricht, dann höre ich persönlich auf mit dem Cash-Secured Put schreiben oder aber ich gehe weiter weg vom Strike, ich gehe also vielleicht
auf eine 32, verkauft dann aber längerfristigere Optionen, um wieder mehr Prämie zu bekommen. Und optimal ist natürlich Cash Secured Put in einem Crash. Und da kann man dann sogar At the Money und In the Money Optionen schreiben, weil dann bekommt man wahnsinnig viel Prämie. Also stellen wir uns das einfach vor, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt hier eine Aktie, die ist, aktuelles Beispiel wäre beispielsweise eine Walmart. Eine Walmart, guckt immer so nach, also wie gesagt, wir haben jetzt hier Juli 2015, wenn ihr das ganze Video also viel später seht, schaut einfach mal auf den Chart. Wenn ihr jetzt seht, eine Walmart ist von ungefähr 100, oder von knapp 100 so auf 70 gefallen. So, das heißt, oder von 90 auf 70, ich bin jetzt nicht sicher, auf jeden Fall, die ist ziemlich 20% von ihrem Hoch gefallen. Und wenn ich jetzt sage, bei 70 würde ich die Aktie eigentlich ganz gern kaufen wollen, ne? Dann kann ich ja hergehen und kann sagen, okay, dann verkaufe ich natürlich jetzt keinen Put bei 65, weil ich will sie ja jetzt eigentlich für 70 haben, aber ich könnte jetzt zum Beispiel hergehen, okay, dann verkaufe ich einen 70er Put, bekomme vielleicht für den 3 Dollar. Oder ich verkaufe vielleicht sogar einen 72er Put, bekomme dafür 5 Dollar, bin dann aber auch sicher, dass ich sie bekomme und habe eben nochmal zusätzlich hier eine Prämie generiert. Also wenn ich jetzt sage, ich verkaufe einen 72er Put in Geld, also sozusagen, bekomme 5 Dollar Prämie. Für was habe ich die Aktie eigentlich gekauft? Sie wird mir zwar in mein Depot gebucht für 72 Dollar. Das heißt, als Kaufpreis habe ich dann 72 Dollar stehen. Aber wenn ich eben hier noch 5 Dollar Prämie bekommen habe, habe ich sie eigentlich, habe ich richtig gerechnet, genau, für 67 gekauft. Und gerade wenn Aktien stark gefallen sind, wenn der ganze Markt gefallen ist, dann kriegt man oftmals auch sehr, sehr hohe Prämien. Das heißt, das lohnt sich definitiv. Und das ist natürlich jetzt auch keine Erfindung von uns. Einer der erfolgreichsten Investoren der Welt hat das beispielsweise so gemacht. Denn Warren Buffett, jeder kennt ihn, wer ihn nicht kennt, okay, aber Warren Buffett hat beispielsweise seine große Position, die er in Coca-Cola hat, in den 90er Jahren über den Verkauf von Short Puts aufgebaut. Es gibt am Internet ein paar Quellen, wenn ihr mal ein bisschen googelt, also einfach Cash Secured Put, Warren Buffett, Coca-Cola, da findet ihr das sicherlich und da werdet ihr sehen, dass er das beispielsweise so gemacht hat und mit vielen anderen Positionen hat er das genauso gemacht und auch ich habe Teile meines Langfristportfolios über solche Short Puts aufgebaut oder sogenannte Cash Secured Puts, weil, wie gesagt, man muss eben dann auch hier diese 7200 Dollar, die muss man eben dann auch zur Verfügung haben, damit man sie kaufen kann. Okay, das war's für heute. Das war jetzt das dritte Video zu Short Puts und nachdem wir jetzt die ganzen Puts gemacht haben, werden wir uns demnächst mal der anderen Seite widmen, nämlich den Calls. Das Ganze wieder hier auf dem Kanal. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr bestimmte Strategien erklärt haben wollt, schreibt mir das Ganze bitte in die Kommentare. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Immer daran denken, ich sage es jetzt nicht mehr in jedem Video, aber so in jedem dritten, vierten muss ich es euch immer mal wieder in Erinnerung bringen. Wir traden nicht für den Jackpot, sondern fürs regelmäßige Einkommen. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Ich bin's, der Jens. Servus, macht's gut. We'll be right back.